Die Börsen weltweit sind weiter im Rallye-Modus. Viele Indizes rund um die Welt stehen auf oder nahe ihrer Allzeithochs, obwohl die Krisenherde nicht weniger werden. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Anleger viele Risiken zunehmend ausblenden. Und genau darüber wollen wir sprechen hier auf dem Fondskongress in Mannheim mit Professor Dr. Max Otte auf der einen Seite, Fondsberater des gleichnamigen Vermögensbildungsfonds. Herzlich willkommen und danke, dass wir hier auch bei Ihnen am Stand sein dürfen. Und auf der anderen Seite Investmentanalyst Florian König, natürlich auch an Sie ein herzliches Willkommen und danke vor allen Dingen für Ihre Zeit inmitten des Trubels hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Zunächst erstmal, Herr Otte, herzlichen Glückwunsch zur Fondsperformance im abgelaufenen Jahr 2017 bis heute, wenn ich das richtig gesehen habe, rund 16% plus bis Ende Januar. Was waren denn die Stützen dieser positiven Entwicklung? Also erstmal sind wir natürlich sehr froh, dass wir diese 16% haben. Wir haben die großen Indizes geschlagen, Euro, Stocks und DAX. Und der DAX ist ja super gelaufen und die anderen Indizes auch. Und das ist natürlich schon für uns eine große Bestätigung. Wir haben auch unsere Peer Group geschlagen, also die großen vermögensverwaltenden Fonds, alle durch die Bank geschlagen. Insgesamt sind wir bei Morningstar ganz vorne in der Vergleichsgruppe drin im Moment. Und das ist eine schöne Bestätigung. Bestätigen unsere Arbeit, auch unseres Teams, was sich so gefunden hat und die einzelnen Werttreiber, da gibt es eine ganze Menge. Zunächst einmal sind wir nicht so stark, schon die letzten Jahre nicht im Dollar gewesen und haben auf die billigeren europäischen Aktien verstärkt gesetzt. Das war 2016, 15 nicht so gut für uns, jetzt macht es sich bezahlt. Ich meine, so ist das, wenn man langfristig agiert. Das ist die eine Sache, also relativ viel Europa, wir haben auch bisschen Emerging Markets und Japan. Natürlich haben wir auch USA, aber eben untergewichtet. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Und dann haben wir natürlich schöne einzelne Stock-Picks gehabt, wie die Fiat Chrysler, die wir seit ewigen Zeiten dabei haben. Die haben wir zu 4 Euro gekauft oder so oder etwas mehr. Jetzt ist die bei 19 plus den Spin-off von Ferrari. Also die Prozent lassen sich einfach gar nicht mehr ausrechnen, die wir mit dem Titel gemacht haben. Jetzt ist langsam doch schon das Ende der Fahnenstange, noch nicht ganz, aber so langsam erreicht. Aber da sind wir über 500% wahrscheinlich, alles in allem. Ich habe es gar nicht gemessen. Und solche Dinge, die freuen dann, vor allem wenn man sie über 4 Jahre sich entwickeln sieht. Und so haben wir mehr auch unbekannte, mit Inhaber geführte mittelständische Unternehmen, die mal Pause machen und dann wieder schön weiter performen. Also das sind die einen Geschichten. Und die anderen Geschichten sind dann tatsächlich Sektoren, die niedergeprügelt sind, wo sich die Leute nicht so hintrauen. Also wir haben auch zum Beispiel im amerikanischen Einzelhandel was gemacht, wo also Untergangsstimmung war. Und wir haben gesagt, ja, die Online-Retailer, die wachsen, Amazon wächst und so weiter, aber Amazon wird nicht im nächsten Jahr das ganze Geschäft machen. Und wenn Ralph Lauren, man sagt, spricht ja Lauren aus und nicht Lauren, wie viele Europäer das sagen, also wenn Ralph Lauren da um 70% einbricht, aber im Prinzip natürlich eine zeitlose Marke ist, Inhaber geführt, die Bilanz war in Ordnung, es war ein Sondereffekt mit der Kaufenwehr. Und solche Dinge waren dann die anderen Werttreiber. Dann gucken wir doch, Sie haben schon einige genannt, auch auf weitere spannende Werte mit Ihnen, Herr König. Besonders stolz, wenn ich das richtig in den Analysten- und Management-Kommentaren gesehen habe, sind Sie auf Ihr Engagement beim schwäbischen Ingenieurdienstleister Bertrand AG. Was ist der Grund? Warum? Ja, wir sind ja immer auf der Suche nach Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil. Und bei Bertrand haben wir ein gutes Unternehmen gefunden. Es hat eine absolute Wachstumsstory aufzeigen können. Jetzt kam es zu einer Situation, wo die Automobilhersteller VW, BMW, Daimler nicht so richtig wissen, was sie mit ihren Forschungs- und Entwicklungsbudgets machen. Was ist die nächste Technologie? Da kamen einige Projekte von diesen Ingenieursdienstleister ins Stocken. Also von der Basis her ist Bertrand ein Ingenieursdienstleister, der Fahrzeugentwicklungsingenieure beschäftigt, die halt Komponenten der Karosserie liefern und von anderen Ingenieuren, aber weniger Antriebsstrang, wo aktuell ja das Problem liegt. Deshalb haben wir bei Bertrand gesagt, Bertrand ist nicht abhängig von den Absätzen dieser Automobilhersteller, sondern von den Forschungsentwicklungsbudgets. Und diese Forschungs- und Entwicklungsbudgets, die ziehen aktuell an und Bertrand wird irgendwann davon profitieren. Das kommt zum einen von den etablierten Herstellern, zum anderen aber auch von den neuen Unternehmen, die in den Fahrzeugmarkt eindringen, wie Baidu, Alphabet und wie sie alle heißen. Bertrand hat den Vorteil, es ist noch eine Art Familienunternehmen. Die Porsche-Familie hält noch rund 30%. Dadurch hat man auch einen gewissen Puffer. Dieses Ingenieur-Know-how, was im Unternehmen angesammelt wird, kann so schnell nicht abwandern nach China, was auch immer eine Gefahr darstellt. Wir hatten damals Bertrand aufgenommen vor etwa
4-5 Monaten. Da war es aus unserer Sicht unterbewertet, hat aber schnell die Unterbewertung weggemacht und handelt gegenwärtig wieder zu unserem inneren Wert auf rund 100 Euro. Haben wir ein paar Einzelwerte uns gerade schon eben halt jetzt genauer angeschaut. Herr Otte, ich möchte noch mal aufs große Ganze zu sprechen kommen. Wir sehen eine unglaublich robuste Konjunktur, eigentlich rund um den Globus sogar. Amerika ist sehr stark, die Eurozone ist recht stark, China ist stark. Ob die Zahlen immer so stimmen, sei mal dahingestellt. Aber ich sage alle zu China, also im Westen sind die genauso getürkt. Also da müssen wir nicht China aussortieren, das sind alle, die da türken. Okay. Schwellenländer, einige auch sehr, sehr stark. Also wir sehen nahezu Synchronenaufschwung auf der Welt. Haben wir auch nicht so oft gehabt. Was bedeutet das für die Aktienkurse und insgesamt für 2018? Lässt sich das sofort spinnen? Muss ich mich gleich mal korrigieren. Ich habe eben eine Wortwahl gewählt, die man heutzutage vielleicht nicht mehr wählt, aber es ist das gute alte Wort für, sagen wir mal, etwas manipulieren, und ich habe es gewählt und da stehe ich dann zu. Natürlich lässt sich das nicht fortspinnen. Also die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind manipuliert. Wir haben Leverage im System, also Verschuldung höher als vor der Finanzkrise, und zwar relativ sogar in Relation zur Weltwirtschaftsleistung. Absolut sowieso, relativ auch. Wir haben richtig Schulden draufgepackt. Im Moment sieht es so aus, als ob das alles nochmal eine Stufe gezündet hat mit Trumps Steuerreform, aber er hat ja im Prinzip nichts auf die Reihe gebracht, außer dieser Steuerreform, und das ist wieder Standard Republican Voodoo Economics, also Steuern runter, Gesetze weg und die Wirtschaft boomt. Das geht auf Dauer nicht, das ist keine Wirtschaftspolitik. Das kann mal für eine kurze Belebung sorgen. Also wir haben diesen Optimismus, und der ruht daher, dass wir, wenn Sie eine Bewertungsformel haben, dann müssen Sie im Prinzip den Cashflow, den Gewinn, davon hängt es ab, und von dem Zinssatz und von dem Wachstum. So, wir haben ein bisschen Wachstum, die Leute denken, die Notenbanken drucken, also geht das irgendwie so ein bisschen weiter. Und wir haben niedrige Zinsen, und alle sind sich der Meinung, ein Kollege hat gesagt, die Zinsen bleiben für immer niedrig, ein bekannter Kollege, das ist natürlich Quatsch, hat er wahrscheinlich gar nicht so gesagt, wurde aber so gedruckt in der Presse. Die Zinsen bleiben nicht für immer niedrig, wir wissen aber nicht, wie lange. Also die Märkte denken, dass wir ein bisschen Wachstum weiter haben, im Moment etwas mehr, dass wir lange niedrige Zinsen haben und dass wir eben diese Cashflows haben. So, was aber, wenn es im Kreditsystem wieder Probleme gibt? Also wenn irgendwo die nächsten Ausfälle sind, wie in der Türkei, wo eine große Telekom in die Insolvenz gegangen ist. Also das System ist ja überschuldet. So, wenn es jetzt die nächsten Kreditausfälle gibt, dann geht es nicht mehr um Wachstum, dann geht es darum, überleben die Unternehmen überhaupt und überleben gewisse Banken überhaupt. Und da stehen wir 9 Jahre nach der Finanzkrise wieder, relativ 10 Jahre sind wir mittlerweile, sogar 10 Jahre nach der Finanzkrise stehen wir da dicht davor. Wie dicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir werden sehr, sehr viel vorsichtiger, während die anderen immer gieriger werden, werden wir vorsichtig. Frei nach Warren Buffett, sei furchtsam, wenn die anderen gierig sind. Und bei Ihnen ist das in der Tat ganz ähnlich. Jetzt haben Sie uns schon ein paar Gründe genannt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich höre immer aus Ihren Kommentaren diese Vorsicht auch heraus. Glauben Sie, dass es sogar so weit gehen kann, dass die Märkte auch mal alsbald plötzlich zusammenbrechen könnten? Ja, wir haben natürlich eine Notenbankpolitik und eine Staatspolitik mit Staatsinterventionen, die ich mir vor 11 Jahren nicht hätte vorstellen können. Die Notenbanken, auch die Staaten, greifen brachial in die Märkte ein. Wir haben hochgradig oligopolisierte Märkte, also da ist nicht mehr viel Marktwirtschaft in manchen Sektoren. Und das heißt, wenn es jetzt irgendwo Kreditkrisen gibt, kann es ja sein, dass die Staaten weitere Sektoren quasi verstaatlichen, dass also noch mehr Geld gedruckt wird. Aber das schafft natürlich nicht gerade Vertrauen. Also es gibt zwei Szenarien, das Einfrieren der Märkte durch massive Staatsinterventionen, der Daniel Stelter spricht davon, oder eben der nächste große Crash. Beides wird sehr ungesund sein. Wenn die Märkte einfrieren, werden wir genauso einen Rückgang im Wirtschaftswachstum haben und einen Einbruch der Konjunktur, und zwar einen massiven. Dann werden wir vielleicht die Finanzmärkte halbwegs stabilisieren, aber die Konjunktur rauscht genauso nach unten. Oder eben Crash plus Konjunkturkrise. Eins von beiden kommt irgendwann demnächst, und wir haben genug potenzielle Auslöser. Wenn wir schon bei den Bewertungen sind, Herr König, würde ich gerne auf der anderen Seite mit Ihnen auch direkt weitermachen und die Frage etwas anders stellen. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht überhaupt noch günstige Märkte? Aus unserer Sicht gibt es nur noch vereinzelt günstige Märkte. Ich möchte da jetzt nennen Hongkong, Brasilien, Russland. Die haben alle ein KGV unter 15. Das ist schon ganz solide, das ist nicht unbedingt günstig. Russland ist da jetzt noch als Ausnahme wesentlich günstiger. Aber wir müssen uns etwas lösen von dieser Denkweise und nur auf Märkte achten. Mhm. Sondern wir als Value-Investoren suchen ja Einzeltitel. Und diese Einzeltitel finden wir auch in Märkten, die schon etwas teurer bewertet sind, wie der S&P 500.
hat aktuell ein QM-KGV von über 25. Wir finden aber trotzdem vereinzelt noch Werte, die ich ihm im Anschluss vorstellen möchte. Mhm. Zwischendurch noch eine Frage auch an Herrn Otte, weil wir wollen natürlich auch über Risiken sprechen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, aber gar nicht so sehr jetzt auf die Risiken eingehen, sondern auf das Risikomanagement, das Sie ja natürlich auch in Ihrem Fonds pflegen. Wie sieht das aus? Wie bereiten Sie sich vor? Ja, es gibt ja viele potenzielle Auslöser. Wir wissen nicht, wann das kommt. Aber ich werde heute auch im Vortrag sagen, dass in dieser Amtszeit von Donald Trump, wenn er sie denn durchsteht, kommt es. Also die nächsten 3 Jahre, da lege ich mich fest, haben wir irgendwas. Und da gibt es Auslöser. Die Türkei, der Verschuldung der Entwicklungsländer, die enorm ist. China ist deflationär, also die haben überbewerteten Renminbi, die Währung ist zu teuer. Es wird zwar immer gesagt, die Werte seien unterbewertet, sind wirklich überbewertet, weil die viel Tourismus haben. Es gibt ganz, ganz viele Auslöser. Und das Risikomanagement für einen Value-Investor sieht so aus, wie Herr König sagte, einmal besonders billige Aktien sich heraussuchen, also da vom Trend absetzen, auch von den ETFs absetzen, die ja die Märkte kaufen. Wir kaufen anders als die Märkte, die laufen zwar, aber irgendwann, wenn es kippt, dann haben die ganzen ETF-Besitzer ein Problem und wir aktiven Investoren sind hoffentlich stehen besser. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich 9 Jahre lang, ich habe am 26.03.2009 in Börse Online ein Interview gegeben. Ich rate allen, kauft Aktien. Ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn die Eltern, die Verkäuferin nicht da sind. 9 Jahre lang haben wir mehr oder weniger Vollgas für Aktien gefahren. Jetzt werden wir vorsichtiger. Wir fangen an, Liquidität aufzubauen. Wir wollen bis zum Sommer eine schöne Liquiditätsquote haben. Wo, das wird sich dann zeigen, je nachdem, wie wir welche Titel dann die Verkaufsschwelle erreicht haben. Also wir kaufen nicht wahllos, sondern wenn was über unserem Wert ist, dann trennen wir uns vielleicht davon. Also ein Viertel Liquidität, denke ich, sollten wir im Sommer haben, vielleicht sogar mehr. Das ist das erste Mal in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Das ist das eine. Und ich habe ja noch einen Fonds für professionelle Investoren. Da werden wir auch wahrscheinlich die Bestände an physischem Gold hochfahren. Ganz klare Aussage Richtung Vorsicht. Herr König hat uns aber gerade schon ein bisschen neugierig gemacht, was noch einige spannende Einzelwerte. Denn neben Cash-Positionen, die Herr Otto gerade angesprochen hat, sind Sie natürlich trotzdem weiterhin auf der Suche nach unterbewerteten Titeln. Wo werden Sie fündig? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Gerne, ja. Also das erste Beispiel kommt aus eher einer altmodischen Branche. Also ist zum Beispiel die Computer- und Druckerbranche. Das ist ja ein Markt, der aktuell rückläufig ist. Kann man nicht anders sagen. So Märkte stellen natürlich auch ein spannendes Szenario für uns dar. Ich möchte Ihnen da kurz vorstellen, den Marktführer bei PCs. Hat 42% Marktanteil und nennt sich HP. Dieses Unternehmen ist auch Marktführer bei den Druckern mit 42% Marktanteil. Und es ist so, dieses Druckersegment ist ja eine Art Abo-Segment. Man braucht ständig Druckerpatronen. Dementsprechend kann das Unternehmen sehr ordentliche und konstante Cashflows ziehen und auch hohe Margen generieren. Dieses Unternehmen ist aus unserer Sicht unterbewertet. Zum einen hat es bei den alten Branchen PC, Laptop und Drucker wirklich gute Marktstellung. Zum anderen hat es ein neues Wachstumsfeld und das ist der 3D-Druck. Das Unternehmen hat im Jahr 2016 den ersten Kunststoffdrucker gebracht. Im Jahr 2018 soll ein Metalldrucker folgen. Und diese 3D-Drucker werden gegenwärtig genutzt für den Prototypenbau. Da sind sie schon länger im Einsatz. Aber es geht weiter in die Kleinserienfertigung. Wie zum Beispiel Nike ist ein erster Kooperationspartner. Hier werden die Sneakers schon gefördert. Und es gibt noch andere Unternehmen, die direkt in Kooperation treten. Und das Gute daran, das Unternehmen kann auch in diesem Feld wieder konstante Cashflows generieren, weil es die Materialien und das Bindemittel lizenziert. Ja, das ist das eine Unternehmen. Jetzt möchte ich auf ein deutsches Unternehmen hinweisen. Das ist Träger. Träger ist ein Unternehmen, es hat 2 Aktiengattungen. Die eine Aktiengattung ist die Vorzugsaktie. Die Vorzugsaktie wird von einigen ETFs nachgebildet, aber die Stammaktie nicht. Und wir sehen vor allem die Stammaktie für sehr unterbewertet. Man muss aber vorsichtig sein. Das Handelsvolumen ist niedrig und man muss sehr pfleglich eine Position aufbauen. Das haben wir gemacht aus folgenden Gründen. Das Unternehmen hat 2 Bereiche. Einmal Bereich Sicherheitstechnik und einmal Bereich Medizintechnik. Das sind alles Bereiche, die viel Servicearbeit brauchen und hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen benötigen.
Hier hat sich Träger auch mit dem Ruf als konstantes Familienunternehmen wirklich eine gute Marktstellung aufgebaut. In den USA ist letztes Jahr ein Beatmungsgerät leider defekt gewesen. Es war so, dass das Beatmungsgerät halt nicht den richtigen Akkustand angezeigt hat. Es gab keine Personenschaden, aber das Image von Träger hat etwas gelitten. Das konnte aber mittlerweile ausgeglichen werden. Die Auftragseingänge sind sehr positiv, sie können langsam gesteigert werden und das Unternehmen möchte weiter wachsen. Um weiteres Wachstum zu generieren, möchte das Unternehmen eine nachhaltige Strategie anwenden und auch etwas mehr in Forschung und Entwicklung und IT investieren. Dadurch sinken kurzfristig die Margen. Wir als Langfristinvestoren halten das natürlich, wenn der Markt entsprechend reagiert und rückläufig ist, für attraktiv, haben uns eingekauft bei einem Enterprise Value von 8 und möchten weiter mit dem Unternehmen agieren und langfristig eine gute Leistung aufbauen. Und vieles haben wir gerade eben auch in den Charts gesehen, haben uns die genauer angeschaut und damit sind wir fast am Ende heute. Aber natürlich können wir aus diesem Gespräch nicht gehen, ohne ein Fazit auch von Ihnen gehört zu haben. Sie beobachten die Märkte seit Jahren und seit Jahrzehnten, sind bestens vernetzt. Auch hier auf dem Fondskongress hören viele, viele Kollegen. Zu welchem Fazit kommen Sie auch nach den Gesprächen auf solchen Kongressen? Ja, also die Lust auf Aktien steigt. Das ist nochmal, das heißt für uns, vorsichtiger werden. Also wir sind da nicht antizyklisch, weil wir unbedingt antizyklisch sein wollen, sondern weil natürlich unsere Daten auch zeigen, dass die Bewertungen oben sind. Ich kann nur sagen, Kapitalanlage ist so wichtig. Wir Deutschen sind da immer noch weit hinterher. Also dieser Kongress, aber auch insgesamt die Aufklärung in diesen Sachen schlägt, ist ganz wichtig. Aber jetzt doch eher vorsichtig einsteigen für die Leute, die anfangen, also vielleicht mal mit der kleinen Summe anfangen und über die nächsten 2 bis 3 Jahre sich ein Depot aufbauen. Nicht alles 2018, das wäre falsch. Ganz klare Ansagen von Professor Dr. Max Otte und Florian König auf der anderen Seite. Hier auf dem Fondskongress in Mannheim haben Sie herzlichen Dank. Danke auch, dass wir den Stand belegen durften für dieses Interview, denn die Menschen warten hier schon, wollen auch Sie in ein nächstes Gespräch verwickeln. Von daher alles Gute für hier und heute und fürs Börsenjahr 2018. Vielen Dank.